Hallo, hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem heutigen zweiten Livestream. Ja, ich muss jetzt pro Tag immer zwei Streams machen, damit ich mal aus der Hilfe komme bei FIFA. So, das letzte Spiel haben wir ja nicht so gut gespielt. Also überhaupt nicht. Ich bin ja mal gespannt, wie wir jetzt spielen. Ich werde mal die Aufstellung ändern. Hoffentlich ist es gut und das ist nicht mehr dabei. Sommer und Grün sind dabei. Ja gut, dann muss ich hier meine Ausnahme. Das Stürmer geht auch geiler. Ich bin ja mal gespannt, denn jetzt können wir. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie, liebe Zuschauer. Spitzenfußball steht auf dem Programm. Der Kollege Wolffuß und ich, Frank Buschmann, werden das alles für Sie kommentieren. Heute heißt es Carl Zeiss Jena gegen Fortuna Köln. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Heute soll ein positives Ergebnis her nach der Auswärtsniederlage zuletzt. Das war wirklich eine total verrückte Partie. Allerdings für Sie mit dem schlechteren Ende, heute wieder bei Null anfangen. Ich glaube daran, dass Sie gewinnen können.
Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur ein... Jetzt die Gelegenheit! So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Und wie sich der Ball noch dreht, das ist der Wahnsinn. Da denkst du, das Ding geht daneben, aber der ist mit so viel Schnitt gespielt und geht ins Tor. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Mike Kegel. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. So langsam wird es gefährlich. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Da steht die Abwehr sicher. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Hamdi Damani. Gut verteidigt hier. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da passt er auf. Ball geklärt. Robin Scheu. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Defensiv machen sie es gut. Da kommt die Flanke. Gibt's jetzt. Und der Pass. Super Kopfball. Klasse Treffer. Gutes Timing. Den musste er erstmal so machen. Klasse erwischt, diesen Kopfball, Druck hinter die Kugel gebracht und dann ist da nichts zu machen für den Torhüter. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Robin Scheu, Markus Pazurek. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt schießt er. Und er trifft. Noch ein Tor. Die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Das könnte gefährlich werden. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Mike Kegel. Gibt Einwurf. Da gewinnt er den Zweikampf. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Brandenburger. Schwache Aktion, Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter.
Er lässt sich da nicht aufhalten. Da ist die Flanke. Flanke bleibt hängen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ein guter Doppelpass. Brandenburger. Jetzt wird's gefährlich. Robin Scheu. Er lässt den Gegner stehen. Und jetzt die Chance. Das ist noch gefährlich. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Und damit sind Sie am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Schön dazwischen gegangen. Schönes Pressing jetzt. Mike Kegel. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Hamdi Damani. Jetzt vielleicht. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Markus Pazurek. Robin Scheu. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ganz souverän hier vom Torhüter. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Tja, Ball wieder weg. Da müssen Sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Wird das eine Torchance? Abgefangen, gut gemacht. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben Sie den Ball verloren. Ja, da ist Platz jetzt. Könnte was werden. Er versucht und knapp vorbei. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da gewinnt er den Zweikampf. Ganz einfach an den Ball gekommen. Und erstmal geklärt. Er versucht's. Der Ball geht nicht rein. Nein, das Aluminium verhindert hier das sichere Tor. Was für eine Szene. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ungewohntes Bild. Wird's jetzt gefährlich. Guter Pass, das könnte Chance. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen.
Das könnte gefährlich werden. Das ist nicht gut. Das ist ja... Super gemacht, gute Verteidigung. Gebt Ecke, gut geklärt. Jetzt der Eckball. Aus dem Angriff können Sie nichts machen. Ist zu schwer für mich. Das könnte die Chance werden. Ball kommt rein. Lars Bender. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Den Zweikampf verliert er. Gutes Tackling. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Weg ist der Ball. Dominik Ernst. Mike Kegel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Ja, das ist vielleicht die Chance jetzt. Da holt er den Ball zurück. Und er gewinnt den Zweikampf. Das war einfach. Und er hat den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. André Poggenborg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kann er ihn stoppen. Das sieht vielversprechend aus. Ganz stark. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super Tackling. Klasse Zuspiel. Jetzt wird's gefährlich. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Mike Kegel. Brandenburger. Den Ball holt er sich. Das könnte eine Gelegenheit werden. Boah, viel Platz jetzt. Und Tor! Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Brandenburger. Markus Pazurek. Super dazwischen gegangen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das gibt Freistoß. Jetzt wird's gefährlich. Da trennt er ihn vom Ball. Mike Kegel. Auf Außen ist Platz. Er überzeugt heute als Passgeber. Da ist die Flanke. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß.
Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Gute Aktion jetzt. Jetzt gibt's Abstoß. Robin Scheu. Hamdi Damani. Wird das seine Torchance? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Unaufhaltsam. Jetzt vielleicht. An die Latte. Einwurf. Robin Scheu. Weg ist der Ball. Da zieht er ab. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ja, da müssen Sie aufpassen. Wichtig, er holt den Ball. Das war einfach. Und er hat den Ball. Schön. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Macht er ihn! Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ja, Mann. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Das könnte gefährlich werden. Sehr guter Einsatz. Da wäre jetzt Platz. Da ist die Flanke. Sehr gut gespielt. Und da klingelt es im Kasten. Da läuft der Ball gut und dann kommt der entscheidende Pass. Das Tor dann eigentlich nur noch Formsache. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Klasse Tor hier von Ihnen, da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschuss als, wohl fast noch wichtiger, bei der Hereingabe. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Sie kommen jetzt über außen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt ist er durch. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Jetzt haben Sie den Ball. Jetzt gibt's einen Einwurf.
könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Jetzt vielleicht. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Robin Scheu. Wird's jetzt gefährlich? Fairer Einsatz hier. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ganz energisch. Und jetzt die Chance. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Wunderschön. Brandenburger. Jetzt müssen Sie aufpassen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Das war keine wirkliche Herausforderung für den Torwart. Mike Kegel. So langsam wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Gute Flanke. Der Ball ist drin. Super vorbereitet das Tor, das muss auch mal gesagt sein. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Die erste Hälfte ist rum und mit diesem Spiel... Wir sehen bei Ihnen heute... Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob Sie weiterhin so dominant auftreten können. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Und da verlieren sie den Ball. Dominik Ernst. Ich nehme da ein. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ja, kein Wunder. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Auch dieses Tackling gelingt. Gutes Spiel von ihm. Markus Pazurek. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das macht er gut. Viel Vorwärtsdrang jetzt.
Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Einwurf. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Das gibt jetzt Abstoß. Dominik Ernst. Das könnte gefährlich werden. Hamdi Damani. Ball kommt flach. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Wird das seine Torchance? Da kommt die Hereingabe. Er ist da und kann den Ball hier klären. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Brandenburger. Abgefangen, gut gemacht. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Mike Kegel. Hamdi Damani. Jetzt ist die Kugel weg. Sehr starkes Tackling. Nicht zum ersten Mal, dass wir das heute von ihm sehen. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Thomas Müller ist zum FC Barcelona gewechselt und verlässt Bayern München. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Den Ball hat er, ganz souverän. Super dazwischen gegangen. Gutes Pressing jetzt. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Dominik Ernst. Gibt Einwurf. Da ist jetzt Platz. Gute Aktion jetzt. Hamdi Damani. Da ist die Flanke. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ball draußen, da haben sie ihn gut gestört. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt ein Schuss. Ach nein. Ja, einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Auf der Bank ist Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Weg ist der Ball. Schussversuch. Ganz stark abgeblockt. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Gut den Ball verteidigt. Per Kopf verlängert. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Toller Pass. Jetzt wird es gefährlich. Und jetzt die Chance. Und das Tor ist frei.
Jetzt treffen sie, aber sie liegen weiter deutlich zurück. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Robin Scheu. Hamdi Damani. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist die Hereingabe. Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Da wäre jetzt Platz. Da sind Mitspieler frei. Lange Flanke. Und es gibt Einwurf. Der Ball war draußen. Und schon ist der Ball weg. Und jetzt gibt's eine Ecke. Jetzt der Eckball. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Der war noch heiß. Den Ball hat er gut geholt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Und er schießt. Super gemacht vom Torwart. Gefährlich jetzt. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Keiner war mehr dran. Abstoß. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Cedric Mimbala. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Und wieder Einwurf. Robin Scheu. Lars Bender. Er entscheidet auf Freistoß. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall ist das noch eine gnädige Entscheidung, Buschi. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Sie holen sich den Ball. Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das wird Abstoß geben. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Mike Kegel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Wird das seine Torchance?
Defensiv machen sie es gut. Gefährt? Jetzt vielleicht. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Jetzt müssen sie aufpassen. Da passt er auf. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, da müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Elfmeter, ganz klar. Da gibt der Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Er macht das Tor. Guter Elfer. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Dominik Ernst. Ich gebe es ganz offen zu, mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ja, überrascht mich ebenfalls, aber die alte Regel gilt auch heute. Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Und das gelingt eben vor allem einer Mannschaft. Da ist die Hereingabe. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Da gewinnt er den Zweikampf. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Das könnte gefährlich werden. Die Defensive steht. Ballverlust. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wichtige Aktion. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Hereingabe jetzt. Er ist da und kann den Ball hier klären. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Mike Kegel. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Die Ecke kommt, da können Sie erstmal klären. Ja, guter Pass. Gute Aktion, bremst erstmal ab. Mike Kegel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Sehr guter Einsatz. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an.
Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Und das ist der Ballverlust. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ganz energisch. Jetzt die Flanke. Richtig. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Er trifft die Latte, da kommt der Schuss. Unfassbar. Auch der ist nicht drin. Aber der Ball ist weiter im Spiel. Jetzt wird's gefährlich. Szene geht weiter. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Der Ball kommt rein. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ecke kommt. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ja, Flanke kommt kurz. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Unaufhaltsam. Da kommt die Hereingabe. Abgeblockt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da wäre Platz für den Konter. Sie kommen jetzt über außen. Und da ist der Ball wieder weg. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Pass auf die Außenbahn. Flanke jetzt. Klasse gemacht! Oh, ich dachte schon, der geht rein. Ich dachte, der geht rein, aber kein Tor. Ein Riesenkopfball. Da springen sie hier alle auf. Aber am Ende passt das Ding nicht. Und hier wird es Einwurf geben. Cedric Mimbala. Er nimmt ihm den Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Also über mangelnden Support der Fans kann sich hier heute keiner beklagen. Aber ganz und gar nicht. Die machen mal richtig Alarm. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da ist jetzt Platz. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Dominik Ernst. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Dominik Ernst. Klasse Tackling. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ganz einfach an den Ball gekommen. Auf außen ist jetzt Platz. Eckslager. So, was machen Sie draus? Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da wäre jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Fällt das Tor doch noch? Ah, der Ball ist noch im Spiel. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Dominik Ernst. Mike Kegel.
Robin Scheu. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Noch ist hier nicht Schluss. 4 Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Robin Scheu. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Robin Scheu. Wird das seine Torchance? Bender. Jetzt vielleicht. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Macht er ihn. Sie können es doch. Nur wird der Treffer natürlich nicht mehr viel nutzen. Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. Nachdem bislang nicht viel zusammenging, ist das Tor jetzt dann doch ein kleiner Lichtblick. Oder geht vielleicht noch mehr, Buschi? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür war die Leistung bisher zu überschaubar. Cedric Mimbala. Dominik Ernst. Das könnte die Chance werden. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat heute mit den 3 Treffern wieder seine überragende Form der letzten Zeit unterstrichen. Den haben sie nie in den Griff bekommen. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten. Zum Schluss und so war der Sieg, wenn wir ehrlich sind, nie in Gefahr. Wir sehen bei Ihnen heute ein jetzt die Gelegenheit. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Wir sind schon etwas überschaubar nach oben. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ihr lasst einen Daumen nach oben da
und abonniert meinen Kanal. Okay. Auf Wiedersehen. Bis morgen.